oder? Ah, nee, der kann heute nicht. Ja, er hat Fieber und so Halluzinationen. Er ist immer noch gefangen in der vorigen Welt. Ihr seid nicht wirklich rausgekommen vollständig. Du kannst einen Trank brauen, aber der ist gefährlich herzustellen. Ich hab das. Hallo? Oh Gott, Florian? Ranja, und Gott sei Dank geht's jetzt allen wieder besser und Flo, du hast keine Halluzination mehr, gell? Hoffe ich mal. Okay, das heißt, es ist alles gut. Wir haben einen normalen Schultag. Das ist doch mal was. Ich meine, kennt man auch nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Ja. Wir haben doch jetzt Kunst, oder? Warte, dann geht's doch hinten. Hatten wir eigentlich schon mal Kunst? Nee, seit den Ferien nicht. Ja, auf jeden Fall. Nein, Norbert! Oh Gott. Hä? Warum hat da jemand... Ist hier irgendwas? Nö, hier geht's nur aufs Dach. Ja. Aber, also, du hast es auch gehört, oder? Dass jemand Nein, Norbert geschrien hat? Wollen wir wieder runtergehen und gucken? Oh Gott. Oh nein. Ich hör's auch. Ich hör's auch. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Die Kuhne brennt! Die Kuhne brennt! Wir kommen hier unten nicht ran. Wir müssen aufs Dach, Flo. Viel Feuer! Hier brennt's auch! Wir müssen aufs Dach! Oh Gott. Ui, nimm dich! Das ist saugefährlich, Norbert! Oh Gott, ja? Das brennt sich hier durch! Schnell, Flo, beeil dich! Flo, komm! Flo! Ah! Ui. Okay, Vielleicht kommt die Feuerwehr, dann machen wir Party! Mit der Feuerwehr. Du hast die Schule angezündet, damit die Feuerwehr kommt. Ja, Party! Putze feiern! Oh nein! Oh Gott. Aber du weißt schon, dass die Feuerwehr ungefähr 20 Jahre jedes Mal braucht, bis die ankommt. Ich meine, wir hatten neulich schon mal irgendwo einen Brand in der Nachbarschaft. Wahrscheinlich brennt einfach die Schule ab, bevor irgendwas passiert. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, wir kommen hoch, okay? Können wir hoch? Oh Gott. Norbert, das ist doch gefährlich. Wo ist der denn überhaupt hin, der Junge? Zündet die Schule. Komm, los. Okay. Ich glaube, die Feuerwehr ist schon alarmiert. Ich glaube, die Schule hat ja auch einen Feueralarm. Das sollte ja kein Feuer Problem sein. Was? Oh ja, man hört irgendwas schwappen da unten. Warte, können wir hier runter? Ist da unten irgendwas? Ich glaube nicht. Ich meine, das ist ja ziemlich eingesperrt, oder? Hier ist alles abgebrannt. Warte mal, das brennt gar nicht mehr. Flo? Echt? Ist er aus? Ja. Norbert? Ja? Ich noch mal ein bisschen Feuer machen? Nee. Nein. Du hattest Wasser dabei, ja? Ja, in meiner Hose. Ich hab Lulu gemacht. Oh nö, ich will nicht da durch. Ich glaube, du bist nicht. Du bist einfach da durchgeschwommen. Ich glaube, du bist nicht. Oh. Ich hab eine große Blase. Das ist ja... Okay, ich schwimme da jetzt runter, okay? Oh, okay. Ich will nicht. Oh, das ist ja ekelhaft. Norbert. Hallo. Ah, das ist ja ekelhaft. Oh, ich hab was im Mund gekriegt. Weißt du was? Auf den Moment, ja, das war dein großer Plan. Du hast gedacht, ja, wisst ihr, was richtig lustig wird? Ich zünde die Schule. Ich bin jetzt Feuerwehrmann. Ab sofort nennst du mich Feuerwehrmann Tom. Tom? Nee. Tom, warte mal. Norbert, genau, Norbert. Ja, das ist dein Name. Mein Name ist Norbert Tom. Nee, Norbert. Carsten. Norbert. Ja. Norbert. Also kann Tom sein, dass du... Carsten. Ach so, du hast noch Zweitnamen. Zweitnamen? Norbert. Mein fünfter Name ist Chantal. Norbert, hast du das wieder gemacht? Ich hab grad gepupst. Oh nein. Oh, nee. Warte. Noch mal ein bisschen. Ui. Okay. Oh Gott, nein. Aber oh nein. Norbert, danke, dass du... Oh nein, lauf! Oh Gott, Norbert! Oh. Ui. Oh, das ist ja ekelhaft. Warte. Aber danke fürs Löschen. Der, wo der herkommt, kommt noch mehr. Okay, bitte nicht. Hör auf. Oh
Gott, ich will einfach nur noch nach Hause und duschen. Es ist so ekelhaft. Alles klebt. Oh Gott. Ah! Robert, stopp. Gut ist. Das ist doch widerlich. Was soll denn da? Ja. Okay. Flo, willst du duschen? Ich würde gern duschen, aber zu Hause. Okay, nicht. Hände. Was? Die Hose runterziehen. Nein, 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 nein. Ronja, das wird zu viel. Ich gebe den Krankenstand. Flo, wollen wir doch mal zur Dings, zur Fee? Wo bist du? Okay. Ich gehe nochmal rüber, um mit dir zu reden, weil ganz ehrlich, ich meine, es sieht zwar so aus, ob mit Flo alles okay ist. Ah, da bist du wieder. Okay, ich wollte nochmal hier zum Baum, damit wir der Fee sagen können, dass ihre Medizin geholfen hat. Ich hoffe, dass der noch steht. Also wenn Norbert das Ding abgefackelt hat, dann gibt's hier aber Stress. Das wäre äußerst ungünstig. Hier ist nichts abgebrannt. Hier ist nichts abgebrannt, okay. Ja, ja, der war ja auch. Guck mal rüber. Im Klassenzimmer. Wo ist denn da was? Wo ist das Wasser? Oh ja, ich habe das Wasser gar nicht wahrgenommen. Es war so viel, dass es gar nicht mehr ins Auge gestochen ist. Okay. So, bist du schon drüben? Ja, ja. Ist die Feder? Ich glaube nicht. Ah, oh, toll. Ich meine, aber du fühlst dich gut, oder? Oh nein! Hey! Ah! Hi! Was macht ihr hier? Was machen Sie hier? Sollten Sie nicht bei dem Feuer sein? Sollten Sie nicht arbeiten? Das ist doch nichts zur Sache. Was macht ihr hier? Da drüben in der Schule sind. Etwa diejenigen, die. Das ist mir gerade sowas und egal, was macht ihr hier? Dürft ihr nicht sein. Da drüben sind gerade Kinder am Verbrennen. Nein. Und da sind unglaublich große Mengen von Urin. Das ist kein Wasser. Ja. Sicher? Ja, leider. Ich hab gerade eben ein Stück davon probiert. Okay. Also. Und? Ihr seid diejenigen wahrscheinlich, oder? Hm. Wovon reden Sie? Also, wenn weißt ich euch so angucke, seid ihr zu unfähig. Wieso okay, ich seid ihr zu. Hier? Ich geb's zu. Ich hab den Schokorin geklaut. Was? Das war meiner! Nein! Aber Dings, er war eh schon angebissen, also von daher. Du isst einen angebissenen Schokorin? Ja, aber den angebissenen Teil habe ich abgebrochen und den Rest vergessen. Für schlechte Zeiten aufgehoben, du Vollidiot. Oh nein. Den hat mir mein verstorbener Hamster vermacht. Was ist das hier hinten eigentlich? Das sieht schön aus. Ja, das geht dich gar nicht der an. Der Baum sieht voll hübsch aus. Der Baum ist haben Sie den selber gezüchtet? Der ist asbestverseucht. Wenn ihr da zu lange dran seid, dann kriegt ihr Halluzinationen und werdet dementsprechend, ja. Hast du gerade in den Baum gebissen? Spaß, ich hab ein Stück Rinde gegessen gerade. Aber. Dein Freund ist selten dämlich, oder? Unter uns ein bisschen manchmal, aber. Hey! Nein! Los, ihr geht jetzt sofort raus! Aber was ist denn das hier? Was machen Sie denn? Das geht doch euch nicht. Warum ist das der auf meiner Nähe nicht hin? Ich lass euch von der Schule fliegen, wenn ihr noch einmal hier irgendwie was zu sehen. Ich hab eine Doku gesehen, da stand, wird gesagt, dass Hausmeister viel zu tun haben. Das stimmt gar nicht. In der Doku wird gesagt, das stimmt gar nicht? Oder in, Ihr geht jetzt hier sofort raus, verstanden? Okay, es tut uns leid. Wir haben nichts gemacht, wir haben nur rumgeguckt. Fliegen, wenn ihr nicht gleich verschwindet. Ist okay, wir gehen ja schon. Wir haben drei, nur geguckt. Wir haben nur den. Okay. Drei, alles klar, wir gehen okay ja schon. Eins. Ja, wir gehen ja schon. Ich hab den Kompass schon in meiner Tasche versteckt. Verschwindet. Auf dem Rücken. Na, der ist schon versteckt. Alles gut. Haben wir halt jetzt Kunst oder nicht? Oder doch? Ich meine, theoretisch sollten wir Kunst haben, aber das ist eigentlich beim ich schau mal. Klassenzimmer. Ich meine, da ist dann halt auch die Frage, wie kommt man da hin? Will man da noch hin? Ich meine, das Klassenzimmer selbst scheint nicht unter Wasser zu stehen. Ich bin jetzt hier durch. Oh Gott, Norbert, du schreckst mich immer, du kannst nicht. Okay. Du musst lernen, ja? Du kannst nicht einfach hinter Leuten auftauchen und Hallo schreien. Und Wo wart ihr, was hier passiert? Ich bin Feuerwehrmann! Norbert hat das Feuer gelöscht, was hier in der Schule war. Ja? Melly, ist Feuer! Ich will hier raus.
ist schon okay. Warm, ne? Ist mir egal. Okay, ja. Heute ist internationaler, wir haben keine Schule Tag. Ciao. Okay, ciao. Das ist. Ich kann nicht mal Schule schreiben. Kannst du überhaupt irgendwas schreiben? Ja. Was denn? Was denn? Ja. Achso, ja, kannst du schreiben. Nein. Okay. Flohmann hat's gesehen. Ja, dann Cut. Mhm. Okay. 3, 2, 1. Okay, wir können nach Hause gehen. Der Lehrer meinte ja, es ist der internationale. Darf ich heute bei dir übernachten? Heute passt, glaube ich, nicht so gut. Morgen? Morgen passt, glaube ich, nicht so gut. Übermorgen? Übermorgen passt, glaube ich, auch nicht so gut. Übermorgen? Lass uns mal übermorgen nachdenken, okay? Du kannst ja nochmal anrufen dann. Morgen? Mhm. Morgen? Ja? Nee, nicht morgen. Nicht morgen, nein, nicht morgen. Ich komm morgen vorbei. Ich bringe so viel lustiges Zeug mit. Ich bringe eine Kettensäge mit. Die mach mal dann an und schmeiß uns gegenseitig zu. Was? Wo ist das lustig? Das ist saugefährlich. Norbert, dein Level an Spaß ist einfach nur noch gefährlich. Ja? Ja. Soll ich auch mal bei dir zu Hause Feuerwehr spielen? Nein, bitte nicht. Guck okay, mal. Ich komm dann nachts vorbei und zünd das Haus an und dann rette ich dich, ja? Bitte tu das nicht. Ich geh jetzt nach Hause. Tschüssi. Ja, ich komme mit. Dann weiß ich, wo es lang geht, ja? Nee. Es ist ganz weit weg. Es ist ein komplizierter Weg. Das findest du bestimmt dann von deinem Haus viel einfacher als von der Schule. Ja. Willst du vorne mit mir spielen? Nein. Nicht? Die neue Season ist draußen, macht voll viel Spaß. Okay, dann kannst du ja Fortnite spielen. Ja? Und ja, dann gehe ich jetzt nach Hause und du gehst zu dir. Ich habe meinen Controller gegessen. Norbert, ich will nur noch nach Hause gehen. Ich will kacken. Okay, wie ist das überhaupt möglich? Erklär mir das mal auf einem biologischen Level. Wie geht das? Also, wenn du den engkutialen Pusikanten gehen oder... Okay. Also, ja? Ich glaube. Also, bis morgen, beste Freundin. Bis morgen, Norbert. Ich bring die Kettensäge mit. Ich freue mich schon. Ja. Ciao. Ciao. Der Flo ist schon weg. Flo, hallo? Hallo? Flo, siehst du das? Der, bei unserer Schule steht ein Polizist. Kannst du das von dir aus sehen? Nö. Hast du ein Fernglas? Nee, aber mein Haus ist ja direkt gegenüber. Also. Der redet irgendwie mit Norbert. Ich hoffe, der kriegt keinen Ärger. Ich meine, er macht zwar immer dumme Sachen, aber er hat das Feuer ja gelöscht und er meint es ja nicht böse. Er ist eigentlich ein lieber Kerl. Ich habe ein bisschen Mitleid mit ihm. Ich hoffe, der wird nicht verhaftet. Was glaubst du, was passiert? Oh. Das ist echt. Okay, ich kann dir sagen, was passiert ist. Was denn? Da ist jetzt eine Pfütze. Hä, und die Schule steht jetzt, oder nicht? Ich meine, die Schule... Doch, die Schule steht, glaube ich. Ich glaube, wir müssen morgen hin. Ich glaube nur, dass der Polizist jetzt mit Norbert geschimpft hat. Naja, ich hoffe, dem geht's gut. Ich hoffe, der kommt noch weiterhin zur Schule. Das wäre doch voll schade. Stell dir mal vor, der... ich hoffe, der kommt nie wieder. Ach komm, das ist ein lieber Kerl. Ja. Naja gut, ich gehe dann mal schlafen. Gute Nacht. So, das war's auch schon mit der 9. Folge Minecraft Traum. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Und ja, wenn ihr... Ups, jetzt fängt es an zu rechnen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die kleine Glocke drückt. Ich lade eigentlich jeden Tag 13 Uhr Videos hoch. Könnte jetzt ein bisschen sporadisch sein, weil ich gerade im Urlaub bin und vielleicht hier und da das eine oder andere Video ausfällt. I'm sorry. Aber normalerweise versuche ich mich da schon dran zu halten. Deswegen, wenn ihr genau wissen wollt, an welchem Tag was kommt und an welchem nicht, drückt die kleine Glocke, dann seid ihr immer bestens informiert. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!